That's part of a cook and good for the rest of our lives. Die EM läuft, Freunde. Genau. Und ich mache mit den ganzen anderen YouTubern diese Barbecue-Football-WM mit, Freunde. Hier läuft gerade noch eine andere Folge. Aber wir werden heute den schönen Gołąbkis machen, weil ich habe das Los Polen gezogen. Also für die polnische Mannschaft mache ich die Gołąbkis. Gołąbkis, ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und letztens waren die Sachsen wieder dran, gestern noch. Und ja, da würde ich sagen, es gibt auch noch ein Gewinnspiel, was unten da schön verlinkt ist und sowas. Und ein schönes Rezeptbuch. Das Rezeptbuch gibt es bei uns im Shop. Ne? Alles für einen guten Zweck, was ihr da, was da für ein Gewinn beim Rezeptbuch rauskommt. Ne? Da sind alle Blogger drin mit allen Rezepten. Wenn ihr die jetzt schon kauft, Freunde, dann könnt ihr jetzt schon in die Zukunft gucken und sehen, was da rauskommt für Rezepte. Überall natürlich mit QR-Code zum Video, ne? Freunde. Und zum Gewinnspiel nochmal, ne? Ja, das ist, da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Das verlinke ich euch alles in der Infobox. Und in diesem Video gibt es nämlich ein Wort, das braucht ihr für dieses Gewinnspiel. Ich werde dafür nochmal sagen, jetzt kommt das Gewinnspielwort. Und dann kommt es, damit ihr es ein bisschen leichter habt. Ja, Freunde, viel Spaß bei der Folge. WM, nee, EM, ja, ganz genau. Gołąbki Power. Starten wir mit unserem Setup hier. Klappe ausgepackt hier, Gitter erstmal zur Seite und dann zack umgedreht aufgebaut. Ja, genau. Zeit für den Night Show. Ja. Sicherheit geht vor, Freunde. Bevor euch hier ein paar Blasen holt, nehmt die Handschuhe und ballert rein hier. So, Kohle erstmal rein. Gitter drauf, Pfanne drauf, Fango. Zack. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Bacon rein, ja genau. Die Grillschuhpfanne, ne? Die Pan. Ja, das macht Spaß. Der Gabel kann man hier schön ein bisschen umrühren und dann, wenn es einem reicht, runter damit, Baby. Groß und lecker wie vom Bäcker. So, hier so ein Weißkohl braucht man, ne? Grillschirmmesser habe ich hier so einen Prototypen da rumliegen, wenn das gut ist oder wenn ich es ordentlich durchgewämst hat, dann wird er vielleicht im Shop landen oder auch nicht, mal sehen. Schreibt mir, was ihr davon haltet, gut oder schlecht, wir werden sehen. So, kochendes Wasser, ein bisschen Öl rein, in Weißkohl da drin zerstören, ein bisschen Salz da rein, Zeit für Zango. Eventuell schon im Shop erhältlich, ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber schaut einfach mal rein. So, rein damit mit dem Weißkohl. So, Deckel drauf. In der Zwischenzeit ein bisschen Wasser mit Eis füllen, nur Eiswasser machen. Und Zwiebeln schneiden. Habe ich auch noch einen Prototypen hier, den probiere ich auch mal aus hier. Das klappt auch ganz gut. Oh, top Messer hier. Ja, würde ich mal sagen, ne? So, bloß nicht in die Finger schneiden, Freunde. Wenn man die schön gewürfelt hat hier, die ganzen Zwiebelchens, ne? Dann rein in diesen Pott. Na, erstmal den Reis nochmal vorkochen. Drehen! Rollen! Kleiner Rückblick von damals. Aber so habe ich damals Reis gekocht. Und wie ihr diesen Reis kocht, das wisst ihr selber. Reis rein. Vielleicht nicht alles, aber genau Infos wieder in der Infobox. Und jetzt kommt das Hackfleisch dazu. Zwiebeln, Bacon. Das volle Programm. Alles da rein. Ja, würzen wir das Ganze nochmal hier. Oh, Pfeffer hier rein, hier, der Ultimate, ne? Ja, Salz noch ein bisschen hinterher, extra Salz natürlich. Und jetzt hier nochmal ein bisschen Schärfe ran. 9 Chili-Symphonie. So, umrühren hier oder mit der Hand kneten, wie ihr möchtet. Alles schön verteilen, den Reis, die Zwiebeln. Alles reingeballert hier. Wenn es eine schöne Masse ergibt, hier, so habt ihr hier, zack. Dann können wir nämlich in der Zwischenzeit schon mal das Ding hier, wenn sich die Blätter so lösen, so wie hier, dann rein ins Eiswasser. Warum das Ganze, weiß ich natürlich nicht. Habe ich mir aus dem polnischen Hochzeitsrezept da abgeguckt. Ne? Da habe ich das mal gegessen. Aber das wird wohl so sein, dass sie dann so rollbar werden, diese Blätter. Ne? Also erst heiß und dann wieder kalt und dann... Dann kann man die rollen, ne, würde ich sagen. So, ich habe mir ein paar Blätter hier startklar gemacht. Und jetzt nimmt man diese Pampe da und macht die Dinger voll.
am Strunk oben was rein, dann von den Seiten so anklappen, hat mir die polnische Oma erzählt. Und dann muss man das da irgendwie rumrollen. Ja, mal sehen, ob ich es hinkriege. So, komm zu Daddy. Ja, ungefähr so sollen die Dinger aussehen. Die machen eine Schnur drum und ich mach Bacon drum. So, und die machen es auch nicht auf dem Grill, aber ich mach's schon auf dem Grill, denn es macht Spaß. So, rollen wir das Ganze mal in Bacon ein. Soll ein Grillrezept werden, Freunde. Das ist die polnische Interpretation von Onkel Johnny hier. Ganz genau. Das ist ein Lümmel. So, weiter geht's hier. Reinrollen, weiter. Und dann hat man hier 6 Stück. Ich habe noch ein bisschen Hackfleisch übrig, Freunde. Also, da kriegt er nochmal 6 Stück raus. Da aber auf meinen Grill nur 6 Stück draufpassen, dann zünde ich erstmal ein paar Smoke Barrels hier. Die Chunks von Onkel Johnny. So, ich habe hier Indirect Heat vorbereitet. Da, rechte Seite. Ein paar Kohlen rein. Deckel drauf. Auf dem 20 Jahre alten Grill. Oder 30 jetzt schon, ne? Ja, endlich mal ein Holzgriff bei Weber. So, kleiner Rückblick, Freunde. Wo habe ich denn das Rezept her? Ja, ich war in Polen. Vor 4 Jahren. Ja, hier, Girls, ne? Alles hier angeguckt, ne? Dann waren wir auf einer schönen polnischen Hochzeit hier. Wir fahren mal gerade den polnischen Highway runter, ne? Ja, so sieht das aus hier. Da die Straßen, EU-Gelder hier wieder verbaut, ne? Ihr seht's. Läuft rund, ne? Holzkirche, alles reingeguckt. Und natürlich Votti Rabotti. Zeit für die 2 Gewinnspielwörter. Wer bis hierhin zugeguckt hat, Wodka rein. Und dann würde ich sagen, ein Volltreffer. Übrigens, sowas gibt es hier auch zu essen auf polnischen Hochzeiten. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich schlachte immer ein ganzes Schwein und da wird dann irgendwie so eine Wursttheke da aufgebaut, so ein Wurststand. Und jeder kann sich da einfach ein Würstchen da runterziehen. Zwischenzeitlich kriegt man ja mal Hunger hier. Die Polen habe ich natürlich wieder unter den Tisch gesoffen. Kein Problem für Onkel Johnny hier, der schläft schon ein. Ja, zurück hier, ne? 4 Jahre später baue ich das Rezept mal nach, was ich da auf der Hochzeit gefuttert habe. So, Tomatenmark rein, wir bauen jetzt ein Sößchen fürs Höschen hier. So, erstmal ein bisschen anschwitzen hier mit dem Öl da unten drin. Und dann kommt hier ein bisschen Sahne rein, ein Gläschen. Genaue Angaben wieder in der Infobox, Freunde. Und ein Schuss Bier. Kleiner Spaß, es war Rinderbrühe natürlich dampfend. So, Salz, Pfeffer da rein, gefeuert, ne? Je nach Geschmack. Night Show! Umrühren, genau. So. Und jetzt packen wir hier nochmal schön hier. Habe ich hier Butter mit Mehl gemischt, den Dude-Trick damals, um hier so ein bisschen anzudicken. Ne? Ihr könnt auch Stärke nehmen oder irgendwas oder es gefällt euch flüssiger. Und dann sieht das so ein bisschen sämiger nachher. Ja. Ich habe da einfach so ein bisschen Butter mit Mehl gemischt und da reingelunzt. Night, Night, Night Show. So, Deckel auf. Boah, die sehen aber gut aus. Genauso würde ich sie auch machen, wenn ich in Polen wohnen würde. So, dann nehmen wir uns mal eine auf dem Tellerchen hier. Eine zweite geht natürlich auch noch. Wie wäre es noch mit einer dritten? Ja, ja, 3 gehen immer. Dann nehmen wir doch einfach alle runter. Ja, in der Zwischenzeit könnte man die anderen draufwerfen. Aber wir essen erstmal die hier auf. So, dann nehme ich mal einen Gewompki hier runter. Und Zeit fürs Söschen, fürs Söschen. Oh. Oh, hier das polnische Glück. Das volle Programm. Bisschen für die Girls oben rüber. Zu Deko. Gewompki. Johnny Steil. Und ich gehe steil bei dem Pringel. So habt ihr Gemüse noch nie gegessen. Rezept in der Infobox. Ich schneid mal an und gucke, was passiert. Oh, jawohl. So, Freunde, jetzt Zeit, dass wir das Ding mal zünden. Ja, auf Polen würde ich sagen, hier. Probieren wir mal hier so ein Gefährt hier. Ein Scheibchen vorweg hier. So, haben wir hier von innen. Bisschen Soße drüber. Und dann heißt es mal, probieren wir mal. Sehr deliziös, Freunde. Holt euch Polen nach Hause.
Und auf euren Grill, Freunde. Die spanische Frau heißt ja Geranja, denn sie will ja. Aber wir sind ja in Polen, also heißt es hier Steckenrinski. Natürlich mit Soße. Mmh. Oh. So, willkommen bei der Barbecue Football EM. Genau, Football. Hm? Ja, wer vor mir dran war, wisst ihr ja schon, aber wer wird als nächstes kommen? Hm. Das verrate ich euch gleich nach diesem Haps. Na gut, es ist Pitblock. Mmh. So, und jetzt lüfte ich das Geheimnis, was in einer polnischen Handtasche versteckt ist. Ein Bier für Onkel Johnny. Ganz genau, Boys and Girls, ballert euch rein, lasst den Daumen nach oben brennen, guckt auf jeden Fall in die Infobox wegen dem Gewinnspiel und holt euch das Rezeptheft von allen Bloggern, die hier mitmachen bei der Football EM.